Folge Nummer 19 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und Berchtesgadener Land sind wir. Oh je, fehlt jetzt Strom. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Strom geregelt kriegen hier. Wollen wir da noch ein Windrad hier so hinbasteln? Ich glaube, hier können wir ein Windrad hinbasteln. Und siehe da, die haben dann auch Strom. Wir können vielleicht, wenn es gut läuft. Läuft aber nicht gut. Ja, das wäre jetzt dann wohl wahrscheinlich nur so zu machen. Und dann ist sogar dadurch eine Verbindung rübergekommen, läuft. Gut, diese Hochhäuser, die wir letztens hier angepflanzt haben, sind schon am Wachsen und Gedeihen. Das ist schon mal gut. Dann geht der grüne Marker hoffentlich auch hier runter. Ja, was mir dann einfiel, ist, dass wir da vielleicht auch noch zusehen müssen, dass wir da eine Straße reinkriegen, die hier dieses Gebiet dann da aufbaut. Ne? Sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir das machen. Und da, hier ist keine. Das heißt, wir können mehr von hier aus da reinfahren, damit wir bei der Kreuzung keinen Stau haben. Ja, ich würde jetzt tendenziell das hier machen wollen. Und zwar so. Und da geht das noch ein bisschen weiter dann. Machen wir so. So ist doch schick, oder? Allerdings. So. So. Da lang. Dort lang. Da und dann nach da. Und da wieder zurück. Jo, so geht's, oder? Und hier hinten können wir dann auch noch da machen. Achso, das geht noch viel weiter, ne? Genau. Okay. Machen wir so. So. Wie machen wir das da? Einfach hier hoch, ne? Und nach da und dann da wieder runter, oder? Und darüber. Passt. Lassen wir so. Geht, oder? So, dann wollen wir gleich schon zusehen, dass wir, bevor wir irgendwas anderes machen, Fußwege da noch hinkriegen. Das war hier ein Parkweg mit Dekoration. Sollen wir den mal nehmen? Können wir auch machen, oder? Können wir nämlich hier noch da so machen. Na, da geht nicht, ne? Ist das da jetzt angeschlossen? Nein, ist es nicht. Das ist voll doof, ne? Gut, das heißt, den reißen wir nochmal ab, den Weg hier. Bringt ja nichts. Und das war der Parkweg. Verbinden wir das so. Fertig. Dann können die da lang laufen. Und hier können wir das gleiche nochmal machen, indem wir das hier so machen. Ne? Und das geht nicht. Das geht auch nicht. Entfernung zu gering. Gut, das hat auch wieder nicht funktioniert. Dann machen wir das nochmal. Ne, will er nicht. Will er nicht. So snappt er ein, aber doch, jetzt hat er nämlich richtig gemacht.
Das ist so, dann bedeutet das, dass wir das hier vielleicht auch noch machen können. So, die haben Verbindung, die haben Verbindung. Und hier, naja, das bringt uns jetzt nicht so wirklich was. Aber wir können das mal hier so machen. Und da denke ich mal, können wir das auch so machen. Da ist verbunden, da ist verbunden. Man könnte jetzt noch hier vielleicht eine Verbindung zaubern. So. Und ja, ich denke, das ist schon passend. Die können nach da laufen, die können nach da laufen, die können nach da laufen. Ja, können wir so lassen. Geht. Würde ich sagen, die können da lang. Ja, lassen wir so. Dann ist dieses Gebiet soweit gut. Da brauchen wir jetzt noch Wasser. Okay. So, dann ist das auch angeschlossen. Ach, guck mal, die haben kein Wasser hier. Super, oder? Dann ist das auch erledigt. Dann ist das auch erledigt, oder? Na, nicht ganz. Passt. So, dann gibt es hier auch Wasser. Strom war sowieso schon da. Jetzt, wir brauchen noch Wohngebiet. So, was machen wir da mit dem Wohngebiet? Hohe Bebauung geht hier noch weiter. Hier machen wir Kommerz hin. Hier rein würde ich jetzt auch noch hohe Bebauung machen wollen, oder? Aber da ist das Aufkommen so hoch, ne? Komm, das machen wir nicht. Ich würde das hier unten noch ein bisschen anders machen wollen. Auf dieser Seite soll die Straße da weiter reingehen? Ist die Frage, ne? Lassen wir mal so. Dann ist das Blaue auch schon weniger. Ja, komm. Soll gut sein, oder? Und hier machen wir alles kleine Bebauung. Das machen wir wieder weg. Da kann hier was hin. Hier hinten machen wir, lassen wir frei für irgendwelche Arztgeschichten oder sowas. Genau. Das machen wir so. Gut, da kommen schon die ersten Einwohner. Hier kommen noch ein paar Hochhäuser hin. Da auch. Ich glaube, stromtechnisch ist das jetzt schon erschlossen, oder? Ja, super. Da können wir dann auch noch Windkraft bauen. Das wäre dann da auch noch besser. Könnte man da noch was? Nee, das ist da nicht so prickelnd. Okay, das bedeutet hier nochmal rein. Der Kommerz wird da kommen. Die Straße lasse ich erst, weil ich sie vielleicht weiterbauen will. Hier müssen wir uns noch für gewisse Gebäude dann entscheiden, die wir noch haben müssen. Das fällt gerade aber ab. Das ist schon mal gut. Wir können aber gucken, dass wir hier vielleicht noch irgendwo das ein oder andere Bürogebäude mit hinsetzen. Hier? Hätte man hier natürlich machen können, ne? Kann man das noch umswitchen? Nein, lassen wir. Machen wir nicht. Bürogebäude können dann hier hin. Für Arbeitsplätze, ne? Lassen wir so. Wasser sollte da sein, oder? Ja, und Strom kommt da von alleine hin. Gut. Läuft erstmal, oder? So, wächst und gedeiht, alle Balken sind wieder unten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir andere Probleme lösen. Ein Friedhof müsste noch her. Den können wir noch hier reinsetzen irgendwo. Guck mal da, das ist die ideale Stelle für einen Friedhof, oder? Zack. Bisschen weg von der Autobahn hier. Kriegen wir da noch ein Windradrenner? Nee, ne? Nee.
Gut, dann nicht. Dann bräuchte man vielleicht noch eine Arztpraxis. Wäre hier nicht verkehrt. Machen wir da auch noch hin. Eine Feuerwache kommt gleich daneben. Ist auch gut. Und dann brauchen wir noch eine Grundschule. Die kommt auch noch hier hin. Die hat ein wenig einen kleineren Einzugsbereich. Sehr komisch, oder? Dann müsste ich ja da eine bauen und hier eine bauen. Das wird mal gerade hier so reichen, die dahin zu machen. Machen wir das doch, oder? Und die andere machen wir hier so hin. Oder da. Da wäre schon. Hier geht's mal gerade so. Ja, komm, kommt da noch eine Grundschule hin. Finden die alle toll. Gut. Dann ist das auch abgedeckt. Wie ist denn das mit der nächsten Schule? Haben wir da sowas schon? Haben wir schon eine Oberschule irgendwo? Ja, eine. Sollte hier. Da ist die Oberschule. Sollte man hier irgendwo eine Oberschule hinmachen? Hier, ne? Komm, machen wir einfach. Einzugsgebiet ist da auch noch gegeben. Okay, dann haben wir das auch. Wie sieht's Müll aus? Müllverbrennungsanlage haben wir da. Ist aber auch gut abgedeckt alles, weil da auch noch eine ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht uns so viel Sorgen drum machen um den Müll. Wasser ist hier an der Schule fehlend. Ja, das bedeutet. So und dann so. Zack, Schule hat auch Wasser. Fehlt nur noch der Strom, ne? Der würde hier sogar gut fließen. Ja, fließen, genau. Zack, da kommt der Strom hin. Dann sind wir da auch gut gesegnet, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Oh, hier unten ist ein Wasserproblem. Da müssen wir das noch gerade regeln. Okay. Zack. Ich habe kein Wasserproblem mehr, ne? Genau. Da ist was noch zu gucken hier. Kein Platz mehr, also muss das leer werden, die Mülldeponie. Da ist das gleiche in grün, auch kein Platz mehr. Ja, das ist nicht so dolle. Soweit so gut. Da brennt ein Feuer. Wieso kommt da keine Feuerwehr? Ist direkt nebenan, also müsste das auch gleich gelöscht werden. Wie ist mit dem Müll? Ja, ist alles abgedeckt, steht da. Hier hinten ist ein bisschen schwach, aber das geht auch noch. Es ist noch machbar. Haben wir hier zwei? Nein, das sah nur so aus. Okay. Können wir erstmal lassen. Da unten ist ein Zeichen für Kriminalität, die hier ist.
Das wird sich natürlich hier gut ausgehen eigentlich, ne? Ja, da haben wir offen gelassen, damit die Straße da reingehen kann. Für eine große Kreuzung. Ich setze die mal hier hin, oder? Obwohl. Hier wird sie sich besser machen. Zack, reißen wir das Haus ab, egal. Sicher ist sicher. Da haben wir noch ein Müllproblem. Sonst sieht's gut aus, oder? Da hinten ist noch ein Haus oder zwei. Ah, da gibt's kein Wasser, deswegen. Okay, die kriegen aber dieses Wasser. Warte mal. Da muss ich nochmal das andere anschalten erst. Das geht nach da. Glaube, ungefähr so muss es laufen. So geht's. Naja, nicht ganz hier, aber dieser eine Schlitz, der wird da nicht so das Problem sein, oder? Können das ja hier noch gerade ein bisschen verlängern. So. Ja, ist abgedeckt. Funktioniert. Hier oben müssen wir nochmal aktiv werden. Sind wir hier? Nein, sind wir nicht. Wir machen das jetzt hier noch. Indem wir hier. Wieso zeigt er mir das nicht an? Weil das dann nicht weggeht oder was? Oder haben wir kein Geld? Doch, Geld haben wir. So geht's dann, ne? Passt. Alles gut. Heizungsverfügbarkeit ist aber sehr schlecht. Da müssen wir also hier noch was tun. Eine Kesselstation oder Geothermiekraftwerk. Oh, da war's. Da ist es, da ist es. Zack, dann kommt's da auch hin. Da hinten ist der Anschluss. Passt. Sollte das auch hochgehen? Ist gerade runtergegangen. Ach so, die brauchen Strom. Was für Häuser kommen dazwischen? Industrie. So, haben wir dann. Wenn da welche gleich bauen, dann wird das schon werden, ne? Mit dem Strom. Und wenn der Strom kommt, dann kommt das da auch. Ne, das brauchen wir, wenn. Baut da auch einer? Ja, da baut einer. Und dann müsste jetzt auch gleich hier wahrscheinlich der Wasseranschluss, der Stromanschluss sein, oder? Na, breite dich aus. Was ist denn da jetzt gewachsen? Bäume? Aber da liegt doch auch schon was, ne? So, jetzt ist der Strom auch da, jetzt ist das Wasser da. Aber wir sind nicht ganz so weit hochgekommen. Wir sind da im gelben Bereich gerade noch so, ne? Da müssen wir noch was dran tun, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir kümmern uns nächstes Mal um dieses Müllproblem und dann schauen wir mal weiter, ne? Okay, bis dann. Tschüss.